Martin, ich habe eine Frage an dich. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Ich habe auch, das ist keine offene Frage, ich habe auch Beispiele. Entweder du hast einen Pool, eine Villa, ein Haufen Geld und noch ein paar Diener dazu. Oder Liebe. Wofür entscheidest du dich? Naja, für den Reichtum und die Paläste und den Swimmingpool. Ist ja klar. Das ist eine einfache Frage. Einfache Frage. Damit lockt man dich nicht hinterm Ofen vor. Nee. Aber euch vielleicht, habt ihr mal drüber nachgedacht? Reichtum oder Liebe? Nein, heute geht es auf jeden Fall um beides in diesem Filmmagazin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid zu eurem Filmbesprechungs-Podcast/YouTube. Wie nennt man das auch Podcast auf YouTube? Videoshow? Videopodcast ist es wahrscheinlich dann, ja. Vodcast. Nicht schlecht. Könnte auch mit Wodka dann was zu tun haben. Auch das wäre nicht so schlimm. aber ja, eures Vertrauens in diesem Internet, in dem ihr natürlich herzlich eingeladen seid, auch mitzutun an dieser Show, in dem ihr, egal wo ihr uns hört oder zuschaut, ob bei YouTube oder im Podcatcher eurer Wahl oder bei Spotify oder irgendwelche Plattformen, von denen wir gar nichts wissen, auf denen das hier auch ist, automatisch verteilt wird. Wenn ihr da Bewertungen da lasst oder kommentiert und uns zum Beispiel auch mal einen Filmwunsch äußert. Wir können demnächst mal wieder eine Wunschfolge machen. Wir haben ja noch eine liegen, einen Actionfilm mal wieder. Den können wir demnächst mal machen. Aber liefert uns einfach auch mal eure Ideen, worüber wir mal sprechen können. Bis dahin. Zumindest für heute haben wir uns selber einen Film ausgesucht, über den wir sprechen. Denn wir sind so ein bisschen, also wir haben ja so einen leichten Jahrzehnte-Fokus, Martin. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, deswegen sage ich jetzt Martin. Okay, Lukas. Ja, wir haben so einen leichten Jahrzehnte-Fokus gehabt. Wir haben schon ziemlich viel 80er besprochen. Wir haben auch sehr viel 90er besprochen. So von 2000er und von heute sowieso, so aktuelle Filme besprechen wir auch manchmal. Wir haben auch viel 70er schon, war auch ein gutes Jahrzehnt. Vor kurzem auch einen 60er-Jahre-Film gehabt. Vor kurzem auch einen 60er-Jahre-Film. Aber was wir jetzt noch nicht so richtig. 30er hatten wir auch schon, 40er hatten wir auch schon zuletzt. Aber 50er sind uns irgendwie durch die Lappen gerutscht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen 50er-Jahre-Film. Film aus den 50er-Jahren. Eine goldene Zeit des Hollywoods. Der Krieg. So wird es zumindest im Nachhinein gesagt. So wird es im Nachhinein benannt, weil man konnte, glaube ich, damals sehr viel Geld verdienen in Hollywood. Ich glaube, daher kommt das Golden. Nicht zuletzt, weil der Krieg war vorbei. In Amerika brach dann auch eine große Zeit des Wohlstands aus, würde ich mal sagen. Der Kapitalismus hat sozusagen gezeigt, was er kann. War das beste System überhaupt, während Europa natürlich noch im Aufbau war und viel zerstört war, nutzte man in Amerika die Zeit und genoss das Leben. Also das ist jetzt aus historischer Perspektive natürlich sehr, sehr verkürzt dargestellt. Natürlich ging auch der Kalte Krieg los, auch darüber haben wir schon viele Filme besprochen. Es ging das Wettrüsten los, ging auch der Wettlauf ins All, nahm Fahrt auf. Aber eben in Hollywood war es echt ein Zeitalter der großen Filme, so wird es zumindest häufig genannt. Und einen von den mittelgroßen Filmen, würde ich sagen, aber ein sehr erfolgreicher Film, haben wir uns angeschaut. Und bevor ihr euch schon länger auf die Folter spannen, im Titel habt das ihr sicherlich eh schon gelesen. Es geht um High Society, ist der Originaltitel. Und Die oberen 10.000 ist die etwas freiere, aber trotzdem passende deutsche Übersetzung. Korrekt. Und da geht es, wie es nicht anders, oder was man sagen als Genre schon mal gleich sagen kann, ne, daran erkennt man gleich, es ist ein 50er-Jahre-Film, goldene Ära von Hollywood. Das heißt auch, man hat es sehr wahrscheinlich mit einem Musical zu tun, weil das war so zu diesem Jahrzehnt sehr, sehr, sehr beliebt. Wir hatten ja auch mal vor Ewigkeiten auch mal eine kleine Special gemacht, wie das überhaupt geendet hat, weil das gab es nämlich dann auch ein großes, so ein bisschen wie jetzt auch den Comic-Verfilmungen nachgesagt wird, dass die sich irgendwann totlaufen oder den Western-Film, das ist auch schon passiert, es gab auch schon Musical-Filme, die sich irgendwann totgelaufen haben. Aber jetzt befinden wir uns 1956 noch in einem Jahr, wo noch Musical-Filme sehr, sehr beliebt sind und auch noch sehr erfolgreich sind. Deswegen ist das hier die große Rahmenhandlung. Die ist auch an sich recht einfach zusammenzufassen. Es geht um Tracy Samantha Cord oder Lord eigentlich im Original, aber im Deutschen haben sie einen anderen Nachnamen bekommen, warum auch immer. Kann man gleich noch drüber sprechen, da gibt es sich einige Änderungen im Deutschen. Aber zumindest ist es eine reiche, junge, schöne Frau, die gerade zum zweiten Mal heiratet. Das ist schon mal ein kleines bisschen ungewöhnlich, so für ihre konservative Umgebung, als auch so für ihr
für ihr Alter, wo eigentlich dann schon gesagt ist, sie ist 26 Jahre alt oder so, da muss man ja eigentlich schon das dritte Kind gerade erwarten zu diesem Zeitpunkt. Aber sie hat sich tatsächlich in den Kopf gesetzt, mit meinem ersten Mann war ich nicht zufrieden, hat sich jetzt in ihren zweiten Mann verliebt. Und da steht hier Hochzeit kurz bevor, wenige Tage kurz bevor. Aber es gibt natürlich einige Missgeschicke, die noch vorher passieren, bevor es zu dieser Hochzeit kommen kann. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Das ist nämlich zum einen, dass ihr Ex-Mann direkt nebenan wohnt und nämlich noch ziemlich einen großen Gefallen an Tracy gefunden hat und die quasi noch zurückerobern will, kurz bevor sie dann zum Altar geht. Und dann gibt es noch zwei Reporter, die dann diese Hochzeit oder diese Hochzeitsvorbereitungen besuchen, weil die sind natürlich, weil es da hier nämlich um die High Society geht, natürlich sehr daran interessiert. Die kommen von so einer Klatschpresse, der Späher genannt. Der Späher, ja. Genau, und die wollen dann nämlich noch ein paar exklusive Fotos und Informationen für dieses Klatschblatt zusammensammeln. Und dann hat man so ein bisschen auch einen Reporter von diesem Späher-Magazin, der findet dann auch schnell Gefallen an Tracy. Und so, dann hat man so ein kleines Liebes-Dreieck oder Viereck in dem Fall sogar, weil es dann um drei Männer geht, also den Ex-Mann, den aktuellen Mann und den Reporter und dann Tracy mittendrin, wo es dann umgeht, für wen entscheidet sie sich so ein bisschen. Und zwischendurch wird immer mal wieder gesungen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, die Handlung. Das war am Ende auch schon die ganze Handlung, ja. Also vielmehr, die Handlung steht auch tatsächlich im Hintergrund. Ne? Es ist eine kleine Komödie, kann man sagen. Es gibt einige Irrungen, Wirrungen, Verlaufungen. Und Verwechslungen. Verwechslungen, ja, und am Ende ist alles wieder gut. Besaufungen gibt es auch. Und am Ende ist alles wieder gut. Vielleicht muss man dazu noch sagen, es ist natürlich ein Film aus den 50er Jahren. Ne? Das Frauenbild, was wir hier haben, du hast es schon angesprochen, mit man erwartet eigentlich eher von ihr, dass sie schon das dritte Kind hat. Das ist jetzt nicht gerade modern, würde ich sagen. Das merkt man auch mal an anderen Stellen. Sondern es ist in den 50er Jahren und bleibt auch dort. Ja. Oder ist zum Glück in vielen Teilen auch dort geblieben. Aber in dem Film ist es natürlich, wird es natürlich so gezeigt. Da braucht man jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel erwarten. Wovon man allerdings schon einiges erwarten kann, ist natürlich die Musik. Ja, nicht ganz unwesentlich für einen Musical-Film. Denn die Figuren, die du gerade angesprochen hast, die werden ja gespielt von heute, also von Menschen, die schon damals sehr berühmt waren und heute eigentlich noch berühmter sind, noch oder? Berühmter sind, genau. Man fast sagen, ne? Tracy wird gespielt zuallererst von Grace Kelly, ist natürlich eine ganz bekannte Hollywood-Schauspielerin, Oscar-Gewinnerin und eine Ikone des frühen Hollywoods, die dann, die auch bekannt geworden ist, auch durch ihren tragischen Tod, um den sich auch noch einige Verschwörungserzählungen ranken. Sie war ja dann liiert mit dem König von Monaco, Prinzen von Monaco, König von Monaco, beides, ich weiß es gerade nicht. Prinzen, glaube ich, Prinzen. Starb dann bei einem Autounfall, ziemlich überraschend in jungen Jahren, relativ jungen Jahren. Ihr zur Seite gestellt als ihr Ex-Ehemann Dexter Haven, C.K. Dexter Haven, Bing Crosby, auch ein weltbekannter Sänger und Schauspieler, der Journalist wird gespielt von Frank Sinatra, auch einer der wirklich bekanntesten amerikanischen Musiker, die es gibt, und noch viele mehr. Louis Armstrong spielt mit als er selbst, als mit seiner Band, also musikalisch kommt man da auf jeden Fall auf seine Kosten. Das Ganze geht auch zurück auf ein Broadway-Musical, das den Namen trägt, The Philadelphia Story, die Nacht vor der Hochzeit im Deutschen. Da auch schon mitgespielt, Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart, also der Stoff und die Menschen, die damit involviert sind, die sind schon, ich würde sagen, berühmt. Kann man so sagen. Also da ist schon die erste Verfilmung aus dem Jahr 1940, ist auch schon sehr, sehr hochkarätig. Besetzt mit den damals großen Schauspielern, auch mit Cary Grant, der auch mitspielt, der sozusagen auch ein Gesicht dieses frühen Hollywoods ist. Und das wurde quasi dann nochmal 16 Jahre später dann nochmal geupdatet für damalige Verhältnisse, modernisiert. Deswegen wurde daraus dann ein locker leichtes Musical. Wenn man da auf Jazzmusik besonders steht und Jazz-ähnliche Komposition, ich glaube, so die Richtung kann man sagen, dann wird man hier auf jeden Fall fündig. Es gibt wohl auch so ein paar Songs, die zumindest so auch dann für Jazz-Liebhaber auch so ein bisschen Kanon geworden sind, die dann auch so ein bisschen Standard sind, die man dann ab und zu mal spielt. Hier dieses I Love You, Samantha ist, glaube ich, so ein Ding, und Who Wants to Be a Millionaire. So ein bekanntere Stücke, die man auch außerhalb des Musicals vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, wenn man sich ein bisschen für diese Musik interessiert. Das ist auch, dass der Film mehrmals, oder ich hatte zumindest das Gefühl gehabt, dass er mehrmals stoppt, die Handlung.
Und dann quasi jetzt Musical. Und jetzt geht die Handlung weiter. Also so, wie man es heute eher nicht mehr macht, wo man versucht, mit den Songs auch richtig die Handlung voranzutreiben. So ist es hier noch ein bisschen mehr so, okay, es stoppt mal kurz. Wir haben jetzt ein Gefühl, was rübergebracht werden soll oder eine Grundstimmung. Und das untermauern wir mit einem Lied. Und das untermauern wir mit einem Lied. Aber jetzt große eine Handlung passiert jetzt nicht. Also jetzt nicht komplett gar nicht. Das stimmt, das würde jetzt auch nicht stimmen. Es gibt auch durchaus, wenn zwei Charaktere miteinander singen, dass da dann auch eine Beziehung dargestellt wird. Ja. Aber das ist jetzt nicht so vordergründig wie jetzt vielleicht bei einem Disney-Musical, wo das dann die Handlung auch viel mehr die Songs auch treibt. Ja, wobei eine meiner Lieblingsszenen tatsächlich macht genau das, da wird die Handlung nämlich ein etwas, oder zumindest die Beziehung zwischen zwei Personen ziemlich vorangetrieben. Und zwar ist das Duett von Bing Crosby Das Saufduett von Bing Crosby und Frank Sinatra ist wirklich großartig. Frank Sinatra auf dieser, es ist quasi die Nacht, ihr müsst euch vorstellen, es ist die Nacht vor der Hochzeit oder der Abend vor der Hochzeit. Es wird groß gefeiert im Ballsaal. Wir sind ja immer noch in der High Society. Da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, wie die High Society überhaupt dargestellt ist. Alle haben eine gute Zeit. Es hat so ein bisschen Adels-Vibes auch, diese High Society sowieso, ne? Diese Villa, in der gefeiert wird, alle tanzen. Grace, also Tracy ist im Prinzip schon lange besoffen und musste schon hingelegt werden. Und die Frank Sinatra-Rolle, Mike, oder wie er im Deutschen heißt, Mark, hat sich jetzt auch betrunken und weiß, dass in einem Nebenraum zu diesem Feierraum eine versteckte Bar in einem Bücherregal steht. Und da geht er hin und dort sitzt aber sein, in dem Punkt noch irgendwie, sie hatten noch nicht so viele Berührungspunkte, aber irgendwie durch was vorher passiert ist, auch so ein bisschen Konkurrent, Bing Crosby, also Dexter, ihr Ex-Mann. Und hat erst nicht so richtig Interesse, aber als er dann sozusagen merkt, okay, der weiß, wo die Bar ist, sagt er, ach ja, hier, du musst mal auf den Shakespeare drücken, auf so ein Buch rücken und dann klappt sich diese Bar aus, wir sind ja in der High Society, und dann nehmen die beiden einen Drink und betrinken sich zusammen, dabei wird gesungen und dabei merken sie, Mensch, wir sind uns super sympathisch, wir sind eigentlich echt gute Freunde. Ja, und diese Szene, wir hassen den gleichen Mann. Genau, das wir ist hassen den Mann, den sie morgen heiraten. Genau, wir hassen den Mann, den sie morgen heiraten will, beide. Und wir viben auch irgendwie und wir saufen sowieso auch zusammen gerne. Und die ist auch herrlich inszeniert. Es gibt dann auch so eine Szene, da ist das Duett eigentlich schon fertig und sie gehen schon raus. Und kommen wir nochmal zurück und nehmen nochmal einen Schluck und machen ihr Duett noch fertig und gehen dann wieder raus. Also nochmal, wir kommen nochmal zurück, wir gehen nochmal kurz auf die Bühne, verbeugen uns im Prinzip nochmal. Ist wirklich eine tolle, tolle Musical-Szene auf jeden Fall und da wird eben die Handlung vorangetrieben. Aber bei vielen anderen würde ich dir zustimmen. Es gibt auch am Anfang so eine Szene da, wo ihr Ex-Mann das erste Mal singt. Das ist so ein, das würde man heute auch nicht mehr machen, muss ich sagen. Also war in den 50ern, ne? Grace Kellys Charakter hat eine kleine Schwester und die himmelt ihren Ex-Mann an. Man merkt, dass sie mag den Ex-Mann auch viel mehr und die beiden haben ganz am Anfang so ein Duett, wo du so komische Vibes kriegst, ne? Würde man heute nicht mehr so schreiben, glaube ich. Ist ein bisschen cool. Also ich glaube, es ist gar nicht so gemeint, weil das dann wirklich wenn du groß bist, würde ich dich heiraten, aber es ist mehr so aus Bruder- oder Onkelperspektive so ein bisschen. Ich habe dich auch noch lieb oder so, ne? Nur weil ich jetzt nicht mehr mit deiner Schwester verheiratet bin, bedeutest du mir auch noch was, aber jetzt nicht im romantischen Sinne. Aber das so, wie das getextet ist, man würde es heute anders texten und die gleiche Botschaft anders rüberbringen, glaube ich. Ja. Das hat sich verändert. Aber auch da passiert ja nichts. Ne? Das sagt sie ja im Prinzip und dann ist die Sache klar und dann singen sie das aber nochmal in einem Stück. So, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. High Society, Martin, was ist dir aufgefallen? Wie werden denn die oberen 10.000 dargestellt? Ja, das ist mir besonders das Interessante. Ne? Da fängt natürlich die Gesellschaftsanalyse an, wie dann sich die Reichen und Schönen sehen, weil die haben wir jetzt hier als Hauptfiguren. Das heißt, hier groß ärmere Menschen kommen ja kaum vor oder weniger privilegierte als das. Und das ist die Ärmsten sind schon die Reporter eigentlich, genau, wenn man die Diener ausklammert. Wenn man die Diener ausklammert, die überhaupt gar keine Rolle spielen, also die, glaube ich, nicht mal einen Sprechanteil, Wörter. So kurze, genau, kurze Wörter, wenn Grace, die übrigens die einzige ist, die irgendwie halbwegs normal mit denen interagiert, sie grüßt so und alle mit Namen kennt, so, das ist auch nochmal kurz so ein Charaktermoment für sie, sie kennt alle mit Namen, so ein bisschen. So, und damit ist eine von den Guten. Damit ist es ja auch getan.
Aber das ist ja auch genug getan. Ja, deswegen ist das schon sehr interessant, wie das hier gezeichnet wird. Also du mehrmals im Film, aber durchaus zumindest durch dann die Reporter zum Beispiel auch Kritik geübt, dass das ja dann Leute wären, die einfach nur reich geerbt haben und dann einfach ihren Rest ihres Lebens das einfach ausgeben. Und insbesondere wird hier Dexter, also der Ex-Mann von Tracy, immer wieder so dargestellt, ne, der hat irgendwie, ist irgendwie durch seine Geburt zu viel Geld gekommen, reiche Eltern gehabt und jetzt ist er ein Jazzmusiker und kann das versaufen und sonst irgendwie machen, aber sonst hat dazu eigentlich nichts gebracht. Und das ist durchaus da interessant, ne, wird hier durchaus Kritik ein bisschen wahr an gesellschaftlichen Verhältnissen, an den viel Privilegierten, aber das versendet sich dann gefühlt sehr, sehr schnell und dann gibt es eine sehr interessante Szene, wo dann Tracy und Mark, der Reporter, zusammen Auto fahren und sich da so ein bisschen näher kennenlernen, weil da geht dann Tracy ein bisschen näher auf diesen Reichtum ein und da fahren sie so ein bisschen durch die, das spielt, glaube ich, in Kalifornien? San Francisco? Newport oder so, glaube ich. Newport, ne? Aber sieht so ein bisschen San Francisco-Style-mäßig aus, so ein bisschen Hollywood Hills, fahren die da rauf und gucken sich verschiedene Villen an und da zeigt dann Tracy drauf und sagt dann hier, die sind schon gar nicht mehr belebt, sieht zwar schön von außen aus, aber die werden auch bald verkauft oder so, aufgrund dieser hohen Steuern, wird dann gesagt, sagt Tracy und darüber müssten sie mal einen Bericht machen, sagt sie dann gegenüber dem Reporter, dass es hier ja nicht sein kann und jetzt wird sogar Achtung, eine Schule draus. Eine Schule. Widerlich. Widerlich, nämlich das große Anwesen des Onkels muss verkauft werden aufgrund der hohen Steuern. Jetzt wird daraus eine dreckige Schule für die Allgemeinheit. Bah. Aber das wird dann wirklich so als Film wirklich, also ich habe so das Gefühl gehabt, das wird jetzt nicht groß nochmal kommentiert oder so. Soll vielleicht auch wirklich ein komischer Kommentar sein, wo dann auch alle drüber lachen und sagen, ha, wie bescheuert ist das? Aber ich habe nicht so ein bisschen nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass es dem so ist. Und insbesondere dann am Ende, wenn dann schon nochmal klar wird, ne, das große Happy End, Tracy muss doch feststellen, ja, sie liebt eigentlich nicht ihren aktuellen Ehemann, doch ihr Ex-Mann ist doch das Wahre, kehrt sie sozusagen zu dem alten Reichtum zurück, weil ihr jetziger Ehemann, also der George, der wird ja gezeichnet als, der hat sich sein Reichtum selber verdient, der kommt nicht aus diesem alten, das alte Geld irgendwie sozusagen. Als Minenarbeiter, vom Minenarbeiter zum Chefingenieur oder so. Ne? Und man merkt dann auch am Ende, dass er damit auch Probleme hat, dass er nicht richtig akzeptiert wird als einer der ihr Reichen. Der ist zwar hochgearbeiteter Reicher, aber ist nicht ganz so reich wie diese halt alten Reichen. Und der ist immer so komisch, der ist so ein Fremdkörper auch. Ne? Der ist so ein Fremdkörper und der wird auch wirklich unsympathisch gezeichnet im Film. Ja. Und dann entscheidet sich Tracy am Ende halt gegen ihn und sie entscheidet sich für das alte Geld, sozusagen, für das große Geld. Und dann ist auch wieder alles fein, auch ihr Vater, der große Patriarchat, ist sofort, ja, passt schon, Gott sei Dank hast du halt den nicht geheiratet, ne? Den ollen Lump und bist du jetzt halt bei uns wieder heimgekehrt. Und deswegen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass dieser Film eine große Selbstvergewisserung ist des alten Reichtums. Wir bleiben unter uns und das ist auch gut so. Ja, absolut. Ja. Das sagt der Film. So, Punkt. Das sagt der Film. Ja, übrigens der Vater auch wieder so lustig, wie ich schon gesagt, die machen sich komisch übersetzt, der heißt Seth. Im Original? Im Original und im Deutschen heißt er Anton. Weil Seth ist ja auch wirklich schwer auszusprechen. Seth, vielleicht, wie soll man das sagen? Mal, ist das mal die Begründung? Das kann ich sogar vielleicht ein bisschen verstehen. Ich weiß bei diesem Mark-Ding, wie Reporter heißt, die machen es irgendwie bei Mark Aurelius, das ist ja irgendwie so ein Geschichtsfanatiker, römischer Kaiser und so, dann machen sie ein paar Gags drüber. Ja, aber das ist ja auch doof. Ich habe mir das Original, also ich habe die deutsche Synchro und amerikanische Untertitel, also englische Untertitel geschaut, weil ich es vergleichen wollte. Und sie reden eigentlich, das Lustige ist, Mike nennt er sich nämlich, ist nur die Abkürzung, er heißt eigentlich Macaulay, was glaube ich ein irischer oder ein schottischer Name ist, den kennt man eigentlich nur von Macaulay Culkin, der Kevin allein zu Hause gespielt hat. Ja. Ist der einzige Macaulay, den man kennt. Und da erzählt er eigentlich ein bisschen englische Geschichte. Und da sagt Tracy auch, oh ja, ich mag englische Geschichte. Ich mag englische Geschichte zum Beispiel, sie nennt irgendjemanden, den es echt gab, und Jack the Ripper. So. Also eigentlich ist es ein guter Gag und sie machen irgendwas mit römischer Geschichte und Mark Aurel draus. Aber das war garantiert die Überlegung, das mit diesen englischen Namen, das verstehen die Deutschen nicht. Deswegen machen wir römische Geschichte, ist aber halbwegs noch verständlich. Deswegen ändern wir das mal. Es war andere Zeiten. Was man auch, glaube ich, oder sehr, sehr stark noch eine andere kleine Rolle merkt, die ich echt krass finde aus heutiger Perspektive, ist nämlich dann Louis Armstrong. Der wird ja auch
synchronisiert und der wird zwar mit einem ganz, ganz dicken amerikanischen Akzent, hat den, also das irgendwie, ist auch von einem amerikanisch-deutschen synchronisiert hatte, hatte ich mal nachgeschaut, aber das ist die einzige Figur, die halt mit einem Akzent spricht und zwar auch sehr unvollständig. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, welche Figur können wir denn hier irgendwie so ein bisschen außerweltlich, die so ein bisschen gebrochenes Deutsch dann in dem Fall spricht, das ist natürlich der Schwarze. Und das kann ich mir anders als Rassismus kann ich mir das nicht erklären, warum mir das Synchronstudio entschieden hat, eben so einen, sich einen Synchronsprecher rauszusuchen, der so einen starken Akzent und dann ihm wahrscheinlich noch zu sagen, sprich bitte mit dem größtmöglichen amerikanischen Akzent, weil das ist dieser Louis Armstrong. Das verstehen die Deutschen, finde ich irgendwie lustig oder so, wenn du mit so einem Akzent sprichst. Ja, also ganz nach dem Motto, der ist ja schwarz, der kann ja kein perfektes Deutsch sprechen. Kann das Deutsch in dem Fall sprechen, deswegen, also warum die den nicht wie alle anderen Figuren Hochdeutsch sprechen lassen, ist absolut unverständlich. Es kann nur rassistische Gründe wirklich sein in dem Fall. Das finde ich dann, es ist wie gesagt, er spricht nicht besonders viel im Film, aber das ist wirklich da krass, da merkt man auch nochmal das Alter einfach an und dass da nochmal anders. 57 ist er, glaube ich, in Deutschland rausgekommen, dann ein Jahr später im Kino. Deswegen, da merkt man das auch. Und auch bei der Vaterrolle, wenn wir da nochmal zurückkehren bei dem Anton oder Seth, der ist ja auch, hat ja auch einen Seitensprung begangen, eine Affäre mit einer Tänzerin. Wieso war es auch Unterschicht? Aber es ist auch sehr interessant, wie er darüber redet, um dass ihm doch verziehen werden soll, weil Tracy, seine Tochter, ist da sehr, sehr, sehr wütend darüber. Sie hält ihm das vor. Es hält ihm das vor, da wirklich hier die Familie entzweit, aber der Patriarchat macht das dann so ab. Ja, das ist eigentlich in seinem, das ist eigentlich so ein lapidarer, nennt das, glaube ich, oder so ein nicht wirklich beachtenswerter Seitensprung gewesen. Und das ist ja gerade für Mann in seinem Alter. Und deine Mutter weiß das und deswegen kann sie damit auch umgehen und verzeiht mir auch, du bist das Problem. Genau, du bist nämlich das Problem. Und besonders so ein Mann in meinem Alter, der braucht sowas auch so ein bisschen, ne, um wieder auch sich jung zu fühlen. So wird das dann auch ein bisschen eingeordnet. Und besonders das Problem ist eben auch Tracy, die sich daran aufregt. Und das ist dann auch gegen Ende des Films, verzeiht sie ihm auch und dann ist wieder auch alles gut. Daran merkt man halt auch auf jeden Fall, dass das Alter. Und ich finde sowieso auch ganz interessant, diese Figurenzeichnung von Tracy, weil ihr wird von mehreren Charakteren vorgehalten, dass sie keine Menschlichkeit habe, dass sie so ein bisschen wie eine Bronzestatue dahin lebe und nicht wirklich Gefühle zeigen würde, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also der Film behauptet das, aber sie reagiert jetzt nicht weniger oder mehr gefühlvoll als andere Figuren. Also sie hat jetzt sie entscheidet sich ja nicht endlich mal für einen Mann. Genau, und damit anhand dessen wird irgendwie entschieden, dass sie keine Menschlichkeit habe. Aber ist es nicht gerade viel Menschlichkeit, das zuzulassen, wenn man sich unsicher ist? Klar. Wenn man eben nicht schon sein komplettes Leben vor Augen hat mit 26. Das ist irgendwie auch sehr interessant, dass das so als sehr Negatives dargestellt wird, dass sie irgendwie so unentschieden wäre. Und das würde irgendwie mit fehlender Menschlichkeit oder fehlenden Emotionen oder irgendwie, sie kann sich eben nicht entscheiden. Das wäre sicherlich auch ein Mann, der die gleiche Rolle gehabt hätte, der dann sich nicht zwischen zwei, drei Frauen entscheiden kann, der hätte garantiert, dem würde nicht fehlende Menschlichkeit vorgeworfen werden. Nee, glaube ich auch nicht. Zumal wir ja mit Frank Sinatra als Reporter ja durchaus jemanden haben, der sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden kann und sich am Ende, also der sich betrunken ja einen, nicht wirklich einen Seitensprung, aber zumindest ein Techtelmechtel mit Tracy leistet, wobei er seine Kollegin, oder das kommt auch relativ spät erst im Film, was ich auch so ein bisschen fragwürdig finde, das hätte man anders aufbauen können, hat man in dem ersten Lied, das die, oder in dem Duett, das sie zusammen singen, ja schon ein bisschen gemacht, aber eigentlich hat sie ja schon auch Interesse und lässt ihn so ein bisschen zappeln, sagt sie zumindest. Und am Ende, dann kann er sich einfach für seine Kollegin entscheiden, weil Tracy ist ja dann sowieso zu ihrem anderen Typen und das war ja sowieso nichts Ernstes und deswegen nimmt man jetzt einfach die andere und mehr als ein Kuss war ja nicht, sagt ihr auch ins Licht. Sehr interessant, dass im Film wirklich zu mehreren Küssen, Fremdküssen kommt und das immer und so. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Küsse sind ja nicht schlimm. Ich meine, okay, wenn das bei euch so ist, aber das. In der High Society? In der High Society, das so abläuft. Aber das ist irgendwie sehr interessant, dass es, solange es nicht zu körperlichen Handlungen kommt, ist es kein Seitensprung. Ich glaube, es wird sogar an mehreren Stellen auch von der Unschuld gesprochen. Oder dann ist man noch unschuldig, ne? Auch sehr interessant, das ist dann irgendwie, man könnte fast sagen, es ist eine sehr, fast schon eine sehr fortschrittliche Sicht, darauf zu gucken,
aber irgendwie auch wieder nicht. Also ja. Man kann natürlich auch jemanden betrügen, ohne körperlich intim gewesen zu sein. Aber gleichzeitig hat man das Gefühl, na gut, wenn man sich so ein bisschen fremd küssen kann, das okay ist. Wenn man so frei so frei küssen kann, ist ja irgendwie auch fortschrittlich. Aber ist es gar nicht, also so wie es im Film auch verpackt ist, ist es absolut nicht fortschrittlich. Nein, weil da geht es ja dann wieder um Sexismus. Ne? Genau. So, es ist ja jetzt nicht zu sagen, okay, wir lassen das zu, sondern es ist so, die Frau kann von jedem mal geküsst werden. Hauptsache am Ende entscheidet sie sich richtig. Es geht nämlich, die Männer dürfen fremd küssen, aber wenn garantiert Tracy sich rumgeknutscht hätte, das wäre wieder ein Problem gewesen. Aber solange halt Männer, die können ein bisschen fremd küssen, das ist noch gar kein Seitensprung. Auf jeden Fall. Na gut, sie macht es ja auch. Sie macht es ja, aber auch sie ist quasi immer initiiert von den Männern und das ist deswegen ist okay. Genau. Ja. Und ich habe auch, ich sag mal so, es gibt keinen Leitfaden zwischen wie alt, wie groß darf der Unterschied, der Altersunterschied zwischen Menschen sein, die sich lieben. Bitte versteht das jetzt nicht falsch, wenn beide erwachsen sind und es da nicht irgendwie eine Machtposition oder Machtgefälle dazwischen steht und der eine die andere ausnutzt oder umgekehrt, sollen das Menschen wirklich selber entscheiden, also nicht falsch verstehen. Aber eine andere Frage ist ja, und da sind wir wieder in den 50ern, was repräsentiere ich in einem Massenmedium und was repräsentiere ich auf der großen Leinwand? Und da muss man auch einfach sagen, du hast vorhin schon gesagt, der Vater mit der jungen, also es wird auch gesagt, mit einer jungen Tänzerin, der sich da austobt, so viel größer kann der Altersunterschied zwischen dem Vater und der jungen Tänzerin auch nicht sein wie Bing Crosby zu Grace Kelly. Also ich habe mal gerechnet, er ist mehr als doppelt so alt wie sie. Sie ist tatsächlich 26 und er ist 53 zu dem Zeitpunkt. Ihr Mann ihr Soon-to-be-Ehemann, der es aber dann doch nicht wird, von John Lund gespielt, ist 45 und Frank Sinatra ist der Jüngste in dieser Bewerberrunde und der ist schon 41. So. Und das ist halt auch so eine Art, also eine Repräsentation einfach, die man wenigstens mal ansprechen muss, sage ich mal. Absolut, ja. Das ist dann auch noch eine. Und die hat sich ja bis heute, das haben wir auch immer wieder festgestellt, das ist bis heute in Hollywood, hat sich das noch nicht ausgelaufen, so wirklich. Es gibt natürlich immer andere Beispiele, ne? Und es gibt mittlerweile auch Punkte, wo sich das umdreht oder ins Gegenteil verkehrt wird. Und es ist alles schon kritischer geworden, aber beispielsweise in der Neuauflage von Roadhouse, die wir besprochen haben, Actionfilm, Actionklassiker neu aufgelegt jetzt, da ist es auch wieder so. Oder Furiosa. Furiosa, Furiosa ist ein gutes Beispiel, jetzt ein aktuelles. Und das Gegenteil, wir hatten ja auch letztens besprochen, die Reifeprüfung, da ist es ja sogar noch so, da spielt ja sogar ein älterer Schauspieler, also da geht es ja darum, dass eine ältere Frau einen jüngeren Mann liebt und da wird der jüngere Mann sogar noch von einem deutlich älteren Mann gespielt und da ist der Altersunterschied dann viel kleiner zwischen den beiden Schauspielern in echt, damit es nicht so komisch wirkt, sage ich mal. Da sind die beiden Schauspieler ja schon fast in einem ähnlichen Alter. Die Rollen sind nur unterschiedlich. Und dort kann Grace Kelly ja nicht jung genug sein im Prinzip. Ja. Ich meine, hallo, die ist 26, ist jünger als wir jetzt, als sie diese Rolle spielt. Deswegen ist es auch immer noch krass, dass das wirklich beständig geblieben ist in Hollywood bis heute. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Was sie übrigens, um nochmal dieses Thema mit dem Übersetzen aufzumachen, was sie auch total kaputt machen, ist, sie heißt ja eigentlich Tracy Samantha Lord, glaube ich. Ja. Und das Spannende oder das Pieksende zwischen der Beziehung mit ihrem Ex-Mann ist, dass er der Einzige ist, der sie Sam nennt. Also sie hasst ihren Zweitnamen, glaube ich. Bei ihm hat sie es aber, während sie in der Beziehung waren offenbar akzeptiert. Und jetzt zieht er sie gegen ihren Willen damit auf, indem er sie Sam nennt. Und ich glaube, ich bin jetzt nicht, also ich glaube, ich habe es noch im Ohr, sie haben diesen Namen Sam, haben sie im Deutschen komplett gekillt. Also sie heißt wirklich einfach nur Daisy, den ganzen Film über. Und das ist ihr Name. Korrigiere mich, ich bin mir... Ich glaube, nee, die haben schon, also die sprechen dann halt Samantha schon halt aus. Samantha, okay, gut. Aber die halt nicht Sam, ist es nicht. Mhm. Ist dann halt eher voll ausgesprochener Name, dann halt vorher quasi eingedeutscht. Ja. Das war so ein bisschen so ein Teasing zwischen den beiden Figuren, das ich so ein bisschen im Deutschen vermisst habe. Und ich
das, also ja, es sind viele Sachen tatsächlich ziemlich in die Jahre gekommen in dem Film, aber viele Sachen auch sehr interessant, sich anzugucken, ne? Und auf jeden Fall darüber zu sprechen. Also ja. Ich kann den Film sehr empfehlen, wenn man sagt, ich will mal in die 50er Jahre einsteigen und will mir mal angucken, wie da Hollywood so funktioniert hat, auch so vom Visuellen her, ne, ist da natürlich sehr interessant. Wir haben, glaube ich, so ein paar Außenaufnahmen gibt es so, zum Beispiel diese Autofahrt, die du vorhin angesprochen hast, die ist dann teilweise noch mit schlechterem Filmmaterial gedreht, die ist viel kriseliger. Das ist mir auch krass aufgefallen, sobald dann irgendwie, also wirklich die Kamera das Auto zeigt, dass auf einmal dann so wieder außerhalb dieser Anwesen sind, auf einmal super kriselig wird. Ja, vielleicht ist es auch nicht ganz so gut restaurierbar geworden irgendwie. Okay. Und aber natürlich on-set, perfektes Licht, perfekte Beleuchtung, perfekte Stages. Das passt natürlich auch zu diesem High Society Flair. Die Bühnen haben sozusagen gar keine Decke, also ganz hohe Decken, weil da ist natürlich nichts. Da muss ja das Licht reinscheinen. Da sind die Aufbauten vom Licht. Deswegen haben sozusagen die Wände kein Ende nach oben. Das fällt einem total auf. Toll beleuchtet. Ich will nicht wissen, wie warm es da am Set gewesen sein muss, weil das war ja alles noch so Wolframlicht damals. Mit irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Watt da drauf geleuchtet, die müssen geschwitzt haben und dann wahrscheinlich noch 1.000 Kilo Schminke, Theaterschminke drauf, dass das irgendwie halbwegs unschwitzig aussieht. Also es muss wirklich eine Qual gewesen sein. Aber dafür auf jeden Fall, was auch für, glaube ich, heutige Kino- und Film- und Serienaugen ungewöhnlich ist, man sieht Farben. Das ist richtig crazy. Es ist nicht alles grau, braun, verwaschen, sondern grün ist grün und blau ist blau. Ja, sieht wirklich toll aus. Ja, ich hoffe, wir werden es noch irgendwann erleben, dass das so ein kleines bisschen wiederkommt. Also nicht exakt dieser Look, der ist natürlich, glaube ich, schon ein bisschen, also vielleicht irgendwann schon, weiß man nicht, aber ein bisschen mehr wieder Richtung Farbe geht, weil das ist schon auffällig, dass das gerade in den letzten Jahrzehnt, möchte ich mal meinen, extrem zugenommen hat, dieser verwaschene, graubraune Look, wo dann selbst in Marvel Wolverine gegen Deadpool, ne, das ist alles, muss alles farblos sein. Warum auch immer, ist wahrscheinlich so einfacher zu drehen, auch wenn man da alles mit Computereffekten dann drüber geht, ist wahrscheinlich einfacher, als wenn man halt vorher schon beim Dreh viele Farben einsetzt, dann hat man natürlich weniger Freiheiten im Nachhinein noch was drüber, neues drüber zu rechnen. Aber es ist trotzdem mal schön zu sehen, dass es auch mal Filme gab mit richtig Farben. Deswegen hoffe ich mal, dass das irgendwann mal wieder zurückkehrt. Es gibt ja mal ab und zu noch solche Experimente, aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön mit anzusehen, weil da sieht man auch, was da noch möglich ist und besonders da merkt man, glaube ich, auch, dass der Farbfilm noch nicht so alt ist und man da einfach noch in die Vollen gegangen ist, weil wir hatten jetzt 30, 40 Jahre lang schwarz-weiß oder 50, 60 Jahre lang sogar, wenn man so 1890, glaube ich, ungefähr Geburtsstunde des Films und seitdem schwarz-weiß und jetzt hat man endlich Farbe und dann geht man auch in die Vollen. Okay. Das ist ja schön zu sehen. Oder aber man fällt auch so von der Bildsprache her auch sehr stark, merkt man da auch noch die Theatereinflüsse. Also total. Es ist sehr viel quasi. Man guckt quasi, die Kamera ist da, wo das Publikum beim Theater sitzen würde und die Charaktere sitzen davor. Es gibt wenig Schnitte, wenig Zooms oder Cuts auf Gesichter oder Hände oder Gegenstände, sondern das findet alles quasi wirklich vorne auf der Bühne statt, sozusagen. Und jetzt guckt man den Schauspielern dabei zu. Ist natürlich einerseits dann auch beeindruckender, weil dann viele Longtakes dabei sind, anders als vielleicht heute. Aber manchmal fühlt es sich auch ein bisschen altbacken dadurch an und manchmal hat man auch Gefühl, da geht auch ein bisschen was verloren, wenn man ein bisschen die Kamera dynamischer gestalten würde. Insbesondere wenn es eigentlich schon Leute in Hollywood zu dem Zeitpunkt gab, die das anders gemacht haben. Hitchcock natürlich am berühmtesten, der eigentlich schon gezeigt hat, man kann eine Kamera auch anders einsetzen. Man kann eine Kamera auch durch den Raum fahren. Wow. Aber das gibt's in dem Film eher weniger. Da ist wirklich, bleibt stehen. Ab und zu ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Aber das war's dann auch. Ja. Ist ja auch okay. Ne, es ist auch, vielleicht will es auch mehr an das originale Bühnenstück erinnern. Das ist ja ursprünglich jetzt ein Theaterstück gewesen, wie wir schon erzählt haben. Ist dann auch irgendwo okay, aber ist natürlich trotzdem, wirkt es dann wirklich manchmal ein bisschen sehr, sehr altmodisch. Aber abgesehen davon ist es durchaus eine locker leichte, ganz interessante Komödie, halt absolut Star besetzt. Wäre mal interessant, wenn man das heute nochmal remaken würde mit der Geschichte. Welche Schauspieler/Sänger, Sängerin könnte man denn jetzt nehmen, die ungefähr das Standing hätten von einem Frank Sinatra, Bing Crosby? Naja, da müsste man, also, na gut, man könnte, wenn man halt, ich finde zum Beispiel eine wirklich tolle, tolle Musikerin und gute Schauspielerin ist ja Lady Gaga beispielsweise. Ja. Die wäre so eine Kandidatin, glaube ich. Ja. Hugh Jackman kann ja auch überraschend gut singen, muss man sagen. Stimmt. Taron Egerton könnte man auch nehmen.
Auch ist, halt nicht, mit, ist halt nicht ganz so groß. Ist nicht ganz so berühmt, nee. Berühmt, ne? Also wenn man jetzt von Taylor Swift Format nehmen will, die kann halt nicht, noch nicht schauspielern. Zumindest bisher noch nicht bewiesen. Vielleicht kann sie es ja. Aber sonst würden wir auch gar nicht, weil es so richtig, so dieses Kaliber Star gibt es heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr unbedingt. Würde ich fast behaupten. Ich meine, es ist auch nur aus der jetzigen Perspektive, dass jetzt ein Frank Sinatra so groß wie ein Frank Sinatra, wen gibt's da? Es ist ja vielleicht auch nur. Also natürlich gibt es schon Stars, aber ich glaube, aber halt so groß wie Frank, aber vielleicht täusche ich mich. Ich glaube, diese in Anführungsstrichen natürliche Kombi zwischen Musikerin, Musiker und Schauspiel, die gibt's nicht so häufig. Also wie gesagt, Lady Gaga ist das so ein Fall, wo es das gibt. Und oft ist es ja so, wenn es das gibt, dann versucht die eine Seite mit dem jeweils anderen Reichweite zu generieren beispielsweise. Ne? Also habe ich manchmal das Gefühl, ne? dass Schauspielerinnen, Schauspieler, gut, das ist ja auch ungewöhnlich, aber dass Musikerinnen, Musiker, wenn sie sehr erfolgreich sind, dass sie dann eben auch in eine Marke aufbauen, indem sie in Serien auftreten beispielsweise. Oder was Miley Cyrus früher gemacht hat mit Hannah Montana. Ne? Ja. So Zeug, dass man versucht von jemandem, der schon eine Reichweite hat, die Reichweite auch noch auf ein anderes Medium, eine andere Erzählform zu transportieren. Vielleicht war es damals auch so, vielleicht hat man das damals in diesen Filmen auch gemacht, aber da das ja ein Film ist, der tatsächlich aus einem Musical entstanden ist, glaube ich persönlich das nicht, sondern da hat man halt gesagt, wir brauchen hier echt gute Musikerinnen und Musiker. Deswegen hat man auch Louis Armstrong und seine gesamte Band halt geholt, ne? die dann wirklich auch für die großen Momente spielen. Sie spielen zwar ab und zu mal zwischendurch noch, aber gar nicht so, ganz am Anfang natürlich, aber gar nicht so präsent, aber sozusagen als Finale sind sie natürlich der Fokus. Und das Finale ist jetzt nicht die Hochzeit, also die Hochzeit ist natürlich das Story-Finale, aber ich sag mal, das musikalische Finale ist natürlich diese Feier davor. Ja. So. Genau. Da darf dann auch nochmal Louis Armstrong auch nochmal ein paar Songs zum Besten geben oder ein paar seiner Stücke. Genau, deswegen. Aber trotzdem für alle Leute, die da nochmal einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen wollen. Vielleicht fällt euch ja jemand ein, also, der da noch gut reinpassen könnte. Ja. Ich habe noch eine Sache. Oh. Und zwar habe ich dann mal, verlinke ich auch, so einen zweiteiligen Podcast gefunden zu Grace Kelly. Auf Englisch lohnt sich sehr, der sich mit ihrem Leben auseinandersetzt. Sie ist ja wirklich eine sehr interessante Persönlichkeit. Und der Film hat erstaunlich viel mit ihrem Leben auch zu tun, wenn man sich das so anguckt. Denn auch sie ist jemand, die in ihrer Familie mit sehr hohen Ansprüchen klarkommen musste und auch, ich sag mal vorsichtig, eine Familie hatte, auf deren Rückhalt sie nicht unbedingt zählen konnte. Ihr Vater war Goldmedaillengewinner in Olympia, ich glaube auch Rudern, und hat an seine Kinder, sie hatte glaube ich auch zwei oder drei Geschwister, immer die höchsten Ansprüche angelegt, und sie mit ihrer Schauspielerei, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Mhm. Und selbst als sie ihren ersten Oscar gewonnen hat, muss er wohl in irgendeiner Regionalzeitung ein Inserat gemacht haben, Mensch, dass ausgerechnet Grace mich mal so überrascht, das ist ja schon ganz toll. Das hätte ich ja nie gedacht, dass die das irgendwie schafft. Und auch die Männer, die sie immer mit nach Hause gebracht hat, die haben auch immer nie gepasst, außer als sie dann literally einen Prinzen mit angeschleppt hat. Also sie hat es auch nicht einfach, und es ist eine wirklich sehr interessante Persönlichkeit, die sich da durchgebissen hat und wirklich auch durch Können und durch harte Arbeit sich nach oben gearbeitet hat, bis an die Spitze. Ja. Und nicht das nur aufgrund ihres mythenumwitternden Todes interessante Person. Und ist ja sogar hier die oberen 10.000 sogar ihr letzter Film gewesen. Ist sie ja verheiratet nach Monaco gegangen. Genau, danach war dann ihre Schauspielkarriere vorbei, hat sie keine Lust mehr gehabt. So finde ich irgendwie auch mal, das ist recht beeindruckend, wenn man auf so einem, da war sie ja wirklich ein Megastar zu diesem Zeitpunkt, zu sagen, tschüss, ich meine, das war's jetzt. Habe jetzt was anderes zu tun, kein Bock mehr. Das ist da nicht nochmal irgendwo. Ich mache jetzt High Society. Ich mache jetzt halt richtig High Society. Wirklich. So in echt. So wirklich in echt. Finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Deswegen ja, wahrscheinlich auf jeden Fall eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Yes. Okay, damit haben wir die 50er Jahre jetzt auch abgehakt. So. Jetzt müssen die 20er Jahre sind, glaube ich, jetzt dran, ne? Müssen wir mal weiter vorarbeiten oder runterarbeiten. Fritz Lang. Fritz, den hatten wir aber auch schon, stimmt. Ja, das stimmt. Metropolis hatten wir auch schon mal drin. Ja. Oh. Naja, wir finden schon was für nächste Woche. Ja. Bis dahin, habt eine gute Woche, geht mal ins Kino und
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.